Es ist mal wieder Zeit für Kuchen, denn ich habe Lust auf Kuchen. Und so heißt auch von Konditorei Koppenrath und Wiese die Serie, aus der dieser Blaubeer-Cheesecake kommt. Sehr, sehr cool. Ich habe euch ja von Koppenrath und Wiese schon viele Sachen vorgestellt und auch Cheesecakes. Und jetzt gibt es die Variation mit Blaubeer obendrauf, worüber ich mich richtig freue, denn ich sehe auch schon 18% Blaubeeren sind drin und das Foto sieht sehr vielversprechend aus. Deswegen gucken wir mal drauf. Ich glaube, ich habe vergessen, euch zu grüßen, oder? Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das gehört zu einem Video dazu, deswegen, ja, muss das sein. Oh, der Tisch wackelt mal wieder ein bisschen. Wir haben hier dieses Teil, habe ich im Angebot gekauft, ich glaube für 3,99 oder sowas war es, glaube ich. Regulär kosten die so 6, 7 Euro oder vielleicht sogar 8. Jedenfalls Koppenrath und Wiese, ich habe es schon mal gesagt, sind wieder gut dabei, die Sachen hochzutreiben, was den Preis angeht. Wir haben hier saftige Blaubeeren auf einer Frischkäsecreme und lockerem Crumbleboden, also so Keksboden ist dann meistens, eine fruchtig leckere Kuchenspezialität vom amerikanischen Cheesecake inspiriert. 18% Blaubeeren, Frischkäse ist drin, Magerstufe 11%, dann haben wir auch noch Frischkäse Halbfettstufe, also insgesamt 22% Frischkäse, Weizenmehl für den Boden, natürlich diverse Zucker, Pflanzenmargarine, also keine Butter. Hier unten machen sie wieder Krach. Blaubeersaftkonzentrat hier nochmal zum Beispiel hier, was den Fruchtanteil angeht. Aber wir haben hier bestimmt auch irgendwo Aromen drin, nämlich zum Beispiel hier. Es ist auch ein bisschen Sahne reingesetzt. Candisfarin, das ist so dieser bräunliche Zucker. Es gibt so eine ganz spezielle Note, was dann so dieses Crumble sein soll. Gelee-Mittel Pektin, also ich sehe hier keine Gelatine, was man ja leider oft bei Koppenrath und Wiese hat, also hier mal nicht. 515 Gramm sind drin, hier habt ihr die Nährwerte, ist natürlich ein Kuchen, was soll man da erwarten, außer 22 Gramm Zucker und 7,7 Gramm Fett. Aber eigentlich so für ein Kuchenstück pro 100 Gramm eigentlich jetzt gar nicht so krass. Und ja, dann gucken wir jetzt mal rein. Diese Folie, die hier gerade so glänzt, falls ihr das seht, das liegt daran, dass ich die Lasche wieder zukleben musste, weil die Packung ständig aufgegangen ist und dann konnte ich kein Foto machen, weil diese, also ich stelle das ja immer dann so hin, so hochkant, ich weiß, es kommt unnützes Wissen, und dann ist diese Lasche hier immer hochgegangen, weil ich vorher schon mal reingeguckt hatte, also musste ich das irgendwie festkleben mit Klebeband und, und damit das nicht passiert, hatte ich das, dann war das immer so, und wenn man dann ein Foto von hier macht, dann sieht das bescheuert aus. Und warum wackelt dieser scheiß Tisch heute eigentlich so? Mann! So sieht es aus. Das wird hier, glaube ich, auch in dieser Form gebacken. Jetzt steht hier irgendwie so eine Anleitung drauf. Den Kuchen voll im Auftauen aus der Backschale nehmen. Ja, das mache ich jetzt gleich. Also man muss ihn 2 bis 3 Stunden auftauen lassen. Ich werde halb gefroren mir aber schon ein Stück rausholen, weil ich jetzt nicht den ganzen Kuchen essen will. Deswegen taue ich mir dann nur einen Teil auf, was ich dann für euch teste. So sieht er jetzt hier in dieser Form aus und der sieht wirklich hier nach richtig mega viel Blaubeeren aus. Also das gefällt mir schon mal. Jetzt kann man das hier so aufziehen, so auseinanderziehen, meine ich. Und dann kommt er da raus, der Blaubeerkuchen. Ja, hier der Boden ist jetzt noch schön gefroren, da kann man sich den gut angucken. Und hier dann diese Creme und das Verhältnis, das sieht schon mal ganz stimmig aus. Man beachte, wie enorm groß ein Achtel dieses Kuchens ist. Hier mal mein Finger daneben, mein kleiner Finger. Also so lang wie mein kleiner Finger. Wirklich sehr winzig. Das ist jetzt hier so ein bisschen, die Blaubeersoße jetzt so ein bisschen über den Cheesecake gelaufen. Das ist also diese Käsekuchenmasse, die ist schon weiß gewesen. Aber weil oben so viel saftige Blaubeeren drauf sind, ja, ist das ein bisschen verlaufen. Hat aber auch eine gewisse Ästhetik. Unten, wie gesagt, der Boden. Ja, wirklich so ein Drittel von jedem ungefähr, ne? Sieht wirklich fein aus, auch ganze Beeren, ja, und dann so ein bisschen hier so eine gebundene Masse dazwischen, ja, dass es so ein bisschen zusammenhält, aber hier wirklich, dass sie hier, man sieht hier auch so einen Querschnitt, dass man wirklich so ganze Beeren drauf hat, das finde ich wirklich hübsch. Ein bisschen Perspektivenwechsel, ich habe die Kamera ein bisschen gedreht, weil ich das eigentlich ganz schön finde mit dem Baum im Hintergrund, weil es ist bewölkt, wenn die Sonne scheint, es sieht jetzt hier zwar für euch auch nur nach einer weißen Masse aus hier oben, aber wenn die Sonne scheint, dann ist das viel zu hell, dann kann man gar nichts mehr erkennen. Aber weil es jetzt bewölkt ist, geht das eigentlich ganz gut. Da hat man hier das Bäumchen. Das Ding ist jetzt hier schon ein bisschen verwelkt, das tue ich mal zur Seite. Ich habe neulich eine Hortensie gekauft bei Aldi, die sieht richtig toll aus. Und so ist das hier so richtig schön, so Kuchenparty mit Foodlove auf dem Balkon. Ich hoffe, ihr habt auch ein Stück Kuchen bei euch. Das gibt es jetzt hier. Shit, es ist runtergefallen auf den Tisch, auf meine Handytasche. So, alles voller blauer Flecken, Tischdecke. Naja,
Es ist ein bisschen zerstört. Der riecht richtig geil nach Blaubeere. Ja, 100 pro Aroma drin. Wow, also wirklich lecker. Der Boden, man sieht es auch noch mal hier im Querschnitt, ist wirklich schön dick. Ich mag das. Manch einem wäre er vielleicht zu dick, aber er ist richtig schön knusprig. Also dieses leicht karamellige von diesem Zucker, Farinzucker, hat richtig so diese leichte Karamellnote davon. Das finde ich richtig schön. Oben die Blaubeeren sind auch nicht Matsche, also ein bisschen Struktur. Wie gesagt, sehr blaubeerig, auf jeden Fall Aroma bei. Jetzt mal versuche ich mal nur diese Käsekuchenmasse zu probieren. Ja, recht cremig. Säuerlich kann ich das jetzt nicht so sehr schmecken. Probier jetzt hier mal nochmal. Den Kuchen geil. Den Boden. Der ganze Kuchen ist geil. Man sieht das jetzt hier so, das ist es die Masse runtergefallen. So ein bisschen angebunden alles, abgebunden. Aber lecker, wirklich schöne Blaubeeren. Finde ich gut. Und ich habe hier, das letzte Stück ist jetzt fast nur Käsekuchenmasse. Ja, also, ich sag mal so Frischkäse-Note mäßig ist da noch Raum nach oben, Luft nach oben offen. Von der Konsistenz war geil, weil cremig. Aber ich finde, es schmeckt nicht so sehr nach Frischkäse. Man hat die Konsistenz, weil ich glaube, da ist auch irgendwas zum Binden drin. Da habe ich nicht mehr auswendig im Kopf, was auf der Packung steht. Also, Boden sehr geil, Topping sehr geil. Das eigentlich Wichtigste, der Frischkäse, ist nur okay, weil einfach diese Frischkäse-Note fehlt. Ich finde, da wäre noch mehr gegangen, aber trotzdem insgesamt ein leckerer Kuchen, wo man sich gerne mal so ein kleines Ministück durchzwirbeln kann oder sonst auch ein Viertelstück. Kommt vielleicht eher an einem normalen Kuchenstück gleich. Ja, bekommt auf jeden Fall eine Empfehlung von mir und dieses Video hoffentlich auch von euch in Form eines Daumens nach oben. Dann sage ich danke für. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.